Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer, ich lebe in Berlin. Was mache ich jetzt zurzeit? Mich erholen von meinem Herzflimmern. Mein Puls ist tatsächlich so gut wie selten jetzt nach der Behandlung. Ausschalten, einschalten geht wieder, ja. Jeder Boot tut gut. Also es war tatsächlich sehr ernst. Mein Puls war sehr flach. Und sehr unregelmäßig. Und wenn ich meinen Wachhund, meine Uhr, nicht dabei gehabt hätte, um das direkt selbst zu detektieren, festzustellen, dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem zum Arzt gegangen. Ich kenne das ja schon vom letzten Jahr, dass das nicht witzig ist und dass das böse ausgehen kann. Schlaganfall, Herzinfarkt. Und jetzt ist halt noch die Frage, woher kommt denn jetzt solch ein Herzflimmern? Und ich denke, bei mir überwiegt die psychische Komponente. Ich kann diesen ganzen Schwachsinn um mich herum nicht mehr ertragen. Es ist unlogisch. Es ist nicht richtig. Es ist die schlechteste Politik, die ich in meinem Leben erlebt habe. Es ist die verlogenste Politik, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und wenn meine Psychotherapie, die ich vor einem halben Jahr so genossen habe, etwas gebracht hat, dann, dass ich mich hoffentlich in Zukunft weniger um andere Leute kümmere und mehr um mich. Ich möchte mich gerne um meine Frau kümmern, ich möchte mich gerne um meine Kinder kümmern, ich möchte mich gerne um sonst wen kümmern, aber was um Gottes Willen nützt mir das, wenn ich morgen tot hier auf dem Boden liege? Nichts. Deswegen, die Basis, nicht die Partei, sondern meine Basis, ist erstmal ein fester Stand auf meinen eigenen Beinen. Frische Luft in Hülle und Fülle, sauberes Wasser in jeder Menge und ich möchte tatsächlich an erster Stelle von der Politik das, was ich dafür am meisten benötige, nämlich Freiheit, Selbstbestimmung, ja, Raum um mich herum. Wie meine ich das? Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Glaubensfreiheit, all diese Dinge, Informationsfreiheit, auch die Freiheit, Informationen, die ich erhalte, weitergeben zu dürfen. Das haben wir im Moment alles nicht. Ich fühle mich tatsächlich gedrückt, und zwar massivst, um nicht zu sagen gemobbt,